Hallo meine Lieben, hier ist Mama Nadja mit deinem Kanal für Spielideen für zu Hause, Baby- und Kleinkindentwicklung, Montessori-Erziehung und positive Disziplin. In diesem Video möchte ich mit euch ein paar sehr einfache, gesunde und leckere Rezepte für Baby-led Winning teilen. Und selbst wenn euer Baby einen Brei als Beikost bekommt, kann man diese Rezepte als Fingerfood für Babys nutzen. Wenn euer Baby bereits die ersten Erfahrungen mit der festen Nahrung gemacht hat und die ersten Gemüse und Obst ausprobiert hat, kann man dem Baby die ersten Gerichte zubereiten und anbieten. Bevor wir mit den Rezepten anfangen, möchte ich an dieser Stelle nochmal erwähnen, auf welche Lebensmittel sollte man auf jeden Fall verzichten, falls dein Baby noch nicht 12 Monate alt ist. Und zu diesen Lebensmitteln zählen solche Sachen wie Salz, Pfeffer, scharfe Gewürze, Zucker und Süßungsmittel, Honig, Ahornsirup, Rohmilch und Rohmilchprodukte, rohes Fleisch, rohes Fisch, schlecht gekochte Eier und Nüsse. Ich glaube, das waren die Hauptlebensmittel, auf die man verzichten soll, bevor das Baby ein Jahr wird. Diese Lebensmittel können die unausgereiftes Verdauungssystem von deinem Baby zusätzlich belasten und das wollen wir vermeiden. Und nun starten wir mit den Rezepten. Für Bananenpancakes bräuchtet ihr eine sehr reife Banane, 3 Esslöffel Haferflocken, 1 Esslöffel Vollkornmehl oder Dinkelmehl, 2 Eier und ein bisschen Öl für die Pfanne. Und die Zubereitung ist auch super einfach. Die Bananen muss man erstmal pürieren. Ich habe dafür einfach Gabel genutzt. Anschließend Eier, Haferflocken und Mehl unterrühren. Ich habe noch ein bisschen Backpulver reingemacht, circa halben Teelöffel, damit die Pancakes etwas besser aufgehen. Etwas Öl in der Pfanne erhitzen und die Pancakes nacheinander von beiden Seiten goldbraun anbraten. Die Pancakes könnt ihr zum Frühstück servieren, ihr könnt ein bisschen Beeren dazu geben oder Joghurt, je nachdem wie eure Kleinen das am liebsten mögen. Diese leckeren Joghurtbrötchen eignen sich für die ganze Familie und können auch Sonntagmorgen schnell zubereitet werden. Dafür bräuchtet ihr folgende Zutaten: 600 Gramm Dinkelmehl, 150 Gramm Naturjoghurt, 150 ml Milch, 150 ml warmes Wasser und ein Hefewürfel. Zubereitung: Die Milch mit dem Wasser vermengen, anschließend die Hefe etwas zerbröseln und hineingeben, so dass sie sich auflösen kann. Das Mehl in eine Schüssel geben, durchsieben und mit der Hefemischung und dem Joghurt vermengen. Danach mit den Knethaken eines Handrührgeräts zu einem Teig verarbeiten. Der Teig ist ziemlich klebrig. Aus dem Teig könnt ihr ca. 10 Teiglinge formen und auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen. Übrigens, in dem Video habe ich alle Zutaten zur Hälfte reduziert, damit ich nicht so viele Brötchen bekomme. Den Backofen auf 180 Grad vorheizen und die Brötchen für ca. 25 Minuten in den Backofen geben. Solche Dinkelbrötchen könnte man dem Baby mit einem zum Beispiel Rührei fürs Frühstück servieren. Um ein Rührei für Baby zuzubereiten, empfehle ich, die Eimasse immer zur Mitte zu schieben, indem man sogenanntes Pancake formt, und den kann man zum Schluss dann gut umdrehen und gut durchbraten lassen, so dass das Ei nicht mehr flüssig ist und gut durchgebraten ist. Zum Schluss kann man sogenanntes Ei-Pancake gut schneiden und in Fingergröße Stücke dem Baby anbieten, sodass das Baby auch gut greifen kann. Diese leckeren Hackbällchen eignen sich perfekt für eine Mittagszeit.
Für ca. 30 Mini-Hackbällchen brauchst du folgende Zutaten: 225 Gramm Rinderhack, halben Apfel. Anstatt von Apfel kannst du auch eine halbe kleine Zucchini oder eine halbe Karotte nehmen. Eine kleine Zwiebel, ich nutze Schalotte. 50 Gramm Brotbrösel, ca. 2 Esslöffel Milch, 1 Esslöffel frisch geschnittener Thymian oder Petersilie und 25 Gramm geriebener Parmesan. Wenn dein Baby noch nicht 12 Monate alt ist, dann lass bitte Parmesan aus. Wenn du eine Küchenmaschine hast, kannst du alle Zutaten in die Küchenmaschine geben und mixen. Wenn du keine Küchenmaschine hast, dann zuerst Apfel oder Zucchini oder Karotte, je nachdem, was du genommen hast, zuerst kleinreiben und zu Hackfleisch dazugeben. So kannst du ein bisschen Gemüse deinem Baby unterjubeln und die Hackbällchen werden richtig saftig dadurch. Zum Schluss Brotbrösel, Milch und geriebener Parmesan unterrühren und alles gut mit der Hand durchmischen. Daraus ca. 30 Hackbällchen formen und im Backofen bei 220 Grad Unter- und Oberhitze für 15 bis 20 Minuten goldbraun backen. Für die Erbsenpuffer bräuchtet ihr ein Ei, eine Tasse Erbsen, Feta-Käse, ein bisschen Mehl, 60 Gramm Mehl und hier ist Frühlingszwiebel und Petersilie. Als erstes kocht ihr die Erbsen ca. 4 Minuten und lässt die Erbsen abtropfen. Danach gibt er Mehl, Eier, Frühlingszwiebel und die Hälfte der Erbsen in eine Küchenmaschine und püriert das Ganze, bis es gut vermischt ist. Nun könnt ihr die restlichen Erbsen, Feta-Käse und Petersilie dazugeben. Wenn ihr keine Textur in Erbsenpuffer mögt, dann könnt ihr natürlich alle Erbsen gleich mit pürieren. Auf die gefettete Pfanne gibt ihr jeweils einen Esslöffel der Mischung und brät das ca. 2 Minuten. Goldbraun auf jeder Seite. Erbsenpuffer können zu Hackbällchen serviert werden oder als eine separate Mahlzeit dem Baby angeboten werden. Die Bananen-Muffins eignen sich perfekt als Snack zwischendurch. Die kann man auch für unterwegs mitnehmen oder als Dessert deinem Baby anbieten. Die kann man auch zum Frühstück dem Baby geben. Für die Bananen-Muffins brauchst du 150 Gramm Dinkelvollkornmehl, 100 ml Milch, 2 reife Bananen, etwas Vanilleextrakt, 2 Eier und 1 Teelöffel Backpulver. Zuerst die Bananen schälen und mit einer Gabel zerdrücken. Die Milch mit den Eiern vermengen, die Bananen dazugeben, anschließend nach und nach Mehl und Backpulver unterrühren. Und so schnell geht es. Den fertigen Teig in Muffinförmchen füllen. Den Backofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen und die Muffins für ca. 20 Minuten in den Backofen geben. Das waren ein paar Lieblingsrezepte von uns. Das kann man nicht nur dem Baby geben, sondern natürlich auch dem Kleinkind. Wie ich in ein paar Rezepten erwähnt habe, für Kleinkind füge ich noch ein bisschen Feta oder andere salzhaltige Käse dazu, damit man ein bisschen mehr Gewürz im Gericht bekommt. Falls du Interesse hast, weitere Rezepte zu sehen, dann schreib das unbedingt in den Kommentaren. Vielleicht mache ich noch ein Video dazu. Und falls du neu auf diesem Kanal bist, habe ich bereits ein paar Videos zu Babylet Weaning gemacht. Die werde ich hier einblenden.
Da kannst du nachschauen bei Interesse, was genau Babylit-Weaning ist, welche Vor- und Nachteile Babylit-Weaning mit sich bringt und wie man Babylit-Weaning als Beikost starten kann. Ich hoffe, wir sehen uns bei dem nächsten Video. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.